Sünden sind für uns peinlich. Deswegen stellen wir sie nicht zur Schau. Wenn sie im Verborgenen passieren, prahlen wir nicht mit ihnen. Wenn jemand mit seinen Sünden prahlt, sollte man sich von ihm fernhalten. Jemand, der seine Sünden an die große Glocke hängt, entfernt den Schutzmantel, mit dem Allah subhanahu wa ta'ala diese Sünden bedeckt hat. In einem Hadith sagt der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam: Jedes Mitglied meiner Umma steht unter dem Schutz, außer jenen, die ihre Sünden zur Schau stellen. Jene, die anderen gerne von ihren Sünden erzählen und auf ihre Sünden stolz sind. Sie sind vom Schutz ausgenommen. Es macht einen großen Unterschied, ob man jemand reumütig über seine Sünden erzählt, um einen Rat zu bekommen oder jemandem einen Rat zu geben, damit er oder sie eine Lehre daraus zieht. Oder ob man aber voller Stolz über Sünden erzählt, um damit zu prahlen. Wir hören doch immer wieder, wie Leute damit angeben, wen sie alles reingelegt haben oder was sie mit dem oder derjenigen angestellt haben. Das allein ist schon eine Sünde. Jemandem zu erzählen, dass man am Wochenende betrunken war, seinen Ehepartner mit dieser oder jenem betrogen hat. Dabei kann man oftmals den Stolz in ihren Augen sehen. Als hätten sie irgendetwas Lobenswertes gemacht. Kennen wir nicht die Aussagen? Am liebsten höre ich Miley Cyrus oder Lady Gaga. Ich kann alle Lyrics von diesem Rapper auswendig. Diese Drogen habe ich schon genommen und jenes Getränk getrunken. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte uns: Stellt eure Sünden nicht voller Stolz zur Schau. Erzählt nicht über sie, wenn es keinen Grund dafür gibt.